Viel zu ruhig ist es hier. Aber sowas von. Dieses verdammte Klingeln da, hey. Was da in der Ferne ertönt. Das macht mich narrisch. Ne, hier geht's nicht weiter. Also hat es doch schon was mit diesem Zimmer da zu tun. Ich muss nur gucken, ob ich da überhaupt was finde. Was ich da gebrauchen kann. Gehen wir halt nochmal hoch. Den Mist. Ja, so ist das halt, wenn ich blind spiele. Gucke ich mir immer alles an. Find mich nicht zurecht. Kann ich das öffnen? Nein. Okay. Kann man hier vielleicht was machen? Ja, 302 ist zugemauert. Quasi. Und 201 auch. Wie mich dieses Klingeln nervt, ey. Klingelköpp. Ne, Moment, das war was anderes. Das war beim Karneval irgendeine Gruppe. Oh, jetzt fange ich schon an zu husten hier. Also hier geht's irgendwo weiter. Frage ist halt nur wo, ne? Kann man da was dran drücken? Nee. Habe ich das übersehen gehabt? Oder komme ich hier einfach nicht durch? Hallo? Irgendwas geht da nicht rein. Gut, dann kann ich da also nicht rein. Kann ich auch nicht durch. Es muss hier aber irgendwie weitergehen. Was haben wir denn hier? Na, ist auch nichts. Hm. Irgendwo führt doch die Blutspur hin, oder? Ich meine. Da geht auch nichts auf. Hier geht's auch nicht weiter. Schauen wir mal, ob wir hier einen Hinweis noch finden in der Küche. Ansonsten muss ich wahrscheinlich das Level nochmal neu starten und den Ort erstmal abgehen, wo ich nicht weiterkam. Jetzt. Falls ich da was vergessen habe. Diese Pantoffel da ist im Weg. Ich kann nicht mal über eine Pantoffel drüber laufen. Könnte ich mich ducken? Könnte ich da unten mal reingucken? Was haben wir da oben noch? Nix. Hier drüben ist auch nichts. Kann ich das hier anmachen? Nein. So viel Lichter und keine Möglichkeit, sie anzumachen. Super. Stinkt ja schon ganz schön. Hättest du mal den Müll mitgenommen. Verplempern wir noch hier unsere Zeit. Nach Hinweisen suchend. Irgendwo muss es doch weitergehen, oder? Hm. Hm. Also entweder übersehe ich was oder ich bin wirklich zu dämlich für dieses Spiel. Sind alle Wege in alle Richtungen zu, ne? Geht's nirgendwo weiter?
Paket abgeliefert und dann ist nichts passiert. Es hätte ja zumindest hier drinnen einen Hinweis geben müssen. Das ist die Türanlage, also die Klingel. Oder ein Feuermelder, könnte es auch sein. Ist ein bisschen schwer zu definieren, was das hier darstellen soll. Und meine Batterie ist gleich aus, weil ich nicht weiterkam. Ich finde jetzt hier noch was, oder ich muss warten, bis sie ausgeht. Vermutlich das mit dem Ausgehen ist wahrscheinlicher. Dann wird mich wieder dieses verrückte Kind anspringen. Oder dieses verrückte Mädchen, da meine ich. Die kommt jeden Moment. Ich hasse sie. Gehen wir nochmal runter. Ich kann halt nirgendwo hier drüber oder weiter vorbei. Sonst wäre ich hier weiter hochgegangen. Zu gucken, ob da was ist. Und das war's. Ich hasse dich! Ah, Game Over. Dann halt noch einmal. Führt ja kein Weg dran vorbei. Ich habe euch versprochen, dass ich alle Level durchspielen werde. Dann machen wir das auch. Da wissen wir jetzt Bescheid. Jetzt gucke ich mich doch erstmal gleich hier am Anfang um. Ob es hier einen Hinweis gibt. Das ist also der Laster, mit dem wir herkamen. Ah, da hinten ist die Stadt. Ich will dahin, da sind Lichter. Na gut, hier ist nichts. Dann gehen wir runter zu den verlassenen Apartments. Apartments. Der Rabe kreischte und schrie: Nimmermehr! Das kennt man ja. Die Sachen sind umgefallen, deswegen gucken wir, ob ich jetzt mal da lang weitergehen kann. Da sind wir eben nicht lang. Also, okay. Hier geht's also doch nicht weiter. Dann müssen wir hier lang. Der Mist fällt gleich hinter mir zusammen. Wieder. Ich zuck da jedes Mal zusammen. Hey, stopp, jetzt geht das wieder los. Schön da bleiben, wir waren gerichtet. Es ist ein bisschen blöd, wie empfindlich die Wiimote hier drauf reagiert. Chase Balda. Komm schon, Batterie, Batterie, Batterie. Kommt! Ich schrecke mich trotzdem. Oh, jetzt haben wir wieder Steuerungsprobleme. So, geht doch. Okay. Ganz ruhig. Bald Schiss vor jeder Kleinigkeit hier in diesem Spiel, ey. Das ist nicht mehr lustig.
Hier kommen wir nicht weiter. Hab ich das schon mitgekriegt? Somit geht's wieder hier lang. Anstatt dass der Typ dann einfach. Wer stellt hier überhaupt ein Paket, wenn hier gar keiner ist, ey? Also mir als Postbote wäre das schon aufgefallen, wenn ich der Überbringer dieses Pakets wäre. Dazu wieder dieses Kindgetrappel. Schauen wir mal hier weiter oben nach. Es muss in diesem Raum da sein. Irgendwas, das mich weiterbringt. Da steht ja auch mein Paket drauf. Und von hier muss es halt irgendwie weitergehen. Die Frage ist halt nur wie. Hier haben wir eben auch uns die ganze Zeit aufgehalten und dann ging es nicht weiter. Erstmal Batterie nehmen. Haben wir jetzt noch 3 zum Glück. Irgendwie muss es aber hier weitergehen. Wenn unten alles zu ist. In diesem Raum hier sind. Doch so ein Paket. Kann das jetzt nicht hier irgendwie abstellen oder sowas? Nee, scheinbar nicht. Hmm.